sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an, bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen alter Ias und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite, bereit ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Gehen wir. Okay. Dann gehen wir mal. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu Assassin's Creed 3 Remastered. Aber bis jetzt sehe ich nicht wirklich, dass es Remastered ist. Es sieht eigentlich so aus wie vor. Früher auch. Schauen wir mal.
Jo, scheint richtig zu sein. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Was ist denn gerade? Ah, okay. Wir fahren uns weiter hinunter. Kann ich auch da lang gehen? Ja, da gibt's nichts Besonderes. Nö, dann gehe ich mal weiter raus. Wir sind da. Glauben heißt nichts wissen. Uah. Na toll. Kein Licht mehr. Cool. So, ich finde es immer noch schön. Okay, das kommt jetzt anders vor. Das habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Wir wissen das. Na komm, rein damit. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn? Sir? Jo? Das schon wieder. Der Sicker-Effekt. Desmond? Kannst du uns hören? Nö. Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know, Dad. Sie spricht zu mir. Oh. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen. Sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Klar. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben.
Okay, das Interface ist jetzt, glaube ich, einigermaßen gleich gehalten. Beziehungsweise auch ein bisschen erneuert. So. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Auf da. So. Darauf. So. Hallo? Ja, hallo. Ah, jetzt ist es. So. Und da hoch. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Jo. Nichts leichter als das. Boah. Irgendwie schön, wieder dieses alte, diese typische Assassin's Creed Bewegungsmuster zu haben. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Jojo. Sieht zumindest aus. Scheiß drauf! So. Auf da. Oh. Nein. Na ja. Yay. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Trophäe erhalten, unser das Erwachen. Entschuldigung. Ja, das kenne ich noch. Das ist aber so, ich habe Assassin's Creed 3 schon mal gespielt. Ich möchte jetzt nur mal gerne wissen, ob sich das in Assassin's Creed 3 sehr groß in Remastered-Version einigermaßen Sir. Verändert. Sir? Ja? Alles in Ordnung, Sir? Ja, klar. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken, nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich kommen. Das glaube ich auch. Aber natürlich. Bis gleich, Holden. Eine tödliche Vorstellung. Sequenz 1. Einladung bitte. Cite Royal. Euren Mantel bitte, Sir. Neue E-Mail erhalten. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würde. Vierter Reuer. Hauptmissionsziel, einen Sitzplatz finden. Das ist so schwer. Ich finde das immer noch schön. Hier entlang bitte. Aber natürlich. Danke. Entschuldigung. Darf man? Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, darf ich? Ja, danke. Hm? Entschuldigung. Ja, passt schon. Ich bin gleich weg. Ah, jetzt. Abend, Hethem. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Mm-mm. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Noch nicht. Gib mir eben eine Zeit. Ich muss das Artlauge erstmal aktivieren. Ah, da ist er. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen.
Das habe ich schon. Ja. Mal los. Arbeit ruft. Entschuldigt, vielen Dank. Entschuldigung. Ja, ich komme gleich. Ja, für das ruhig sitzen. So. Hm? Dann finden wir mal einen Weg. Die Logen erklimmen. Ich finde, ich mag diese erste Mission, beziehungsweise, ja. Ich finde das irgendwie cool hier. Vor allem, dass die Szene, dass da von meinen Händen da vorbeikommen. Oh. Oh, okay. Auf da, so. Hallo die Herren. Tag, lasst euch nicht stören, ich bin hier gar nicht. Guten Tag. Ah, die ist leer, okay. Ah, so. Schloss knacken. So, da. Ach schon, okay. Ah. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben die Gesichter irgendwie schlechter gemacht, finde ich. Ja. Ui. Oh. Hä? Weiß nicht. So. Des Bettlers Opa. Darauf. Oh, ich glaube, das war nicht geplant. Ui. So. Huch, nein. Rauf da. So. Hallo. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Dass es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. War gelogen. Kein Wort zu irgendjemandem. Die Samen. So. Das Opernhaus verlassen. Ganz normaler Tag hier, ja, ja. Oh, ich hab nichts gemacht. Der Mann dort, ergreift ihn! Ein Mann ist tot. Ja, er war's, genau. Aber ich habe nichts getan. Doch, er war's. Hat er Waffen? Verzeiht bitte, Mädel. Nicht drängeln, bitte. Nicht drängeln, okay. Verstanden. Ich kann ja gar nicht. Hallo? Ja. Ich bin auch, ich bin gerade echt. Was machen diese Männer da drin? Die haben alle die gleiche Kleidung an. Okay. Danke. Herrschaften, kein Grund zur Sorge. Ja.
Hornochse. Ja. Cooles Bild. Ja, ich bin unschuldig. Gehen Sie mal weg. Ich muss, aus irgendeinem Grund muss ich mal schnell weg. Ja, schön. Danke. So. Ich finde es so cool, wie sich das alles nochmal zusammensetzt. So. Ah. Vielen Dank. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Kunstbanause. Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Ein schöner Anfang. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls sie es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl meine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Aber natürlich. Geht nun, Haytham, und gereicht uns zur Ehre. Eine tödliche Vorstellung. Komplett beendet. Volle Synchronisation. So reisen wir gen Boston. Atlantische Ozean, Tag 2. Etwas frische Luft wird gut tun. Gute Idee. Boah, ich liebe Shanties. Ich finde das so cool. Na, schauen wir mal. Spiel muss nicht unbedingt sein. Aber da vorne kann ich, glaube ich, reden. Da möchte ich mal erstmal hingehen. Ich mag diese, was sie aus dem Dingens gemacht haben, wie heißt aus dem Gesichtern, das mag ich ein wenig. Aber in sich sieht das eigentlich jetzt. Es sieht schon besser aus, merke ich jetzt. Hallo. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen.
Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als den Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Gern geschehen. Ne? Oder? Ja, doch. Für einen Moment Zeit. Ah, noch ein London. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hoch erfreut. Adam Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja? Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Ja, was... Ich weiß schon. Ein hartes Pflaster haben wir zu tragen. Ah, den kann ich auch. Wursten. Dann gehen wir mal rauf. Ah. Wo ist das? Captain. Der Captain? Ah, okay. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Hey. Man sieht... Okay. Jetzt sieht man schon stark, dass sich die Grafik geändert hat. Also ich versuche jetzt einfach so zu spielen, als würde ich das Spiel zum allerersten Mal spielen. Oh. Ui. Ja. Ist genauso schnell wie früher. So. Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Das wollen wir hoffen. Dann gehen wir mal runter. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Oh, ihr seid ein wahrer Spaßvogel, was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Okay. Das reicht gleich. Halt dich da raus! Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären? Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain! Und zur Hölle mit dir, Mills! Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Jo. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja. Etwa nicht. Müsstest du eigentlich haben. Gebt ihr auf. Niemals! Wie gefällt euch das jetzt?
Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika Leben zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Ich weiß nicht, die Grafik gefällt mir irgendwie. Die Gesichtsgrafik gefällt mir irgendwie überhaupt nicht in diesem Remastered. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Okay. Dann gehe ich besser ans Werk. Ich würde sie an deiner Stelle behalten, die Kette bzw. am Körper tragen. Aber hey, okay. Die Mannschaft befragen. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfisch und Zwieback kriegen. Jemand muss mal mit ihm reden. Bills hat's versucht. Der Captain wies ihn ab. Muss es nochmal probieren, mit mehr Nachdruck, wenn nötig. Hi. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Was heißt Streit suchen? Ihr habt doch angefangen. Hey, Mills. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Ethan Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht so. Ehrlich, nur... Die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Was ist so dann? Ich habe euch nichts zu sagen. Ach, Quill ist es. Dann... Hast du welche Informationen? Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich.
Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smooth hier oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Okay. Danke. Danke, ich weiß mal hierhin. Wer ist denn das? Ah, Smoothie, glaube ich, oder? Jo, Smoothie. Es gibt erst in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Okay. Na, hinter euch ist gut gesagt. Hey. Seid ihr James? Hi. Kenway. Haven Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Okay. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwärmt nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Wer will das nicht? Am Heck nach Hinweisen suchen. Okay. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Gute Frage. Ich will gleich nie reden. Ah, ich kann mit nichts reden. Ah, ist aber schön. Komischer Vogel. Hat immer seinen Hut auf und versteckt sein Gesicht. Ruhig! Da kommt er. Tut, als würdet ihr arbeiten. Was soll denn das hier, hä? Tratscht die über mich? Hey, Milz, ist was Neues? Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei. Hä? Oh ja? Ich weiß nicht, ist es ein Bug? Dass man es immer wieder machen kann? Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet mit solchen Jungs. Ah. Was haben wir hier? Dass ihr Damm und Wein gönnt, während wir nur 5 Fisch und Seltsam. Äußerst seltsam. Äußerst seltsam. Das habe ich schon gesagt.